So. Sie dürfen sich noch nicht entspannen. Es geht noch weiter. Ja? Bitte? Es ist Weihnachten, genau. Deswegen kann ich Sie nicht entlassen, ohne das Ihnen zu zeigen, was jetzt kommt. Okay? So, jetzt wird es nochmal richtig spannend. Aufgepasst. Jetzt müssen Sie... Sie müssen Ihre körperliche Anspannung halten. Sie müssen sie halten, Sie dürfen sich nicht entspannen, halten, weil gleich kommt es richtig. Dick. Ja? Das war jetzt der GGT. Jetzt kann man Folgendes zeigen. Das können Sie mal zu Hause machen oder Sie lesen es nach. Wenn ich das KGV bilden will, KGV von A und B, dann nehme ich gerade den größeren von beiden. Ich nehme den hier und den hier und den hier. Das KGV ist nämlich 2 hoch 3 mal 3 Quadrat mal 5 Quadrat. Ja, wie viel ist das? Mal gucken. 25 mal 4 ist 100, mal 2 ist 200, mal 6 ist 1800. KGV von 180 und 60. Quatsch, von 180 und 600. KGV 1800. Was habe ich gemacht? Ich habe den größeren von beiden genommen. Denn wenn ich das ein Vielfaches habe von A und B, dann muss ja, wenn ich die 2 hoch 2 und 2 hoch 3 betrachte, auf jeden Fall mal 2 hoch 3 drinstecken. Wenn nur 2 hoch 2 drinstecken würde, dann könnte diese Zahl nicht Vielfaches von B sein, weil B ja schon 2 hoch 3 beinhaltet. Das heißt, ich muss immer das Größere von beiden nehmen. Das heißt, wenn ich den GGT bastel und das KGV bastel, habe ich jeden der jeweiligen zwei Potenzen immer verwendet, fürs eine oder fürs andere. Das heißt, wenn ich diesen Satz mal aufs KGV anwende, KGV von A und B hat die Primfaktorzerlegung Max, das größere von beiden, MP, NP. Ja? Der Exponent ist der größere von beiden. So, und jetzt passiert das Großartige. Ich mache mal das Folgende. Also das kann man auch beweisen, genauso wie das hier. Das können Sie mal zur Übung machen. So, und jetzt rechne ich mal Folgendes aus. Das mache ich mal, multipliziere ich mal den größten gemeinsamen Teiler mit dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen von zwei Zahlen. GGT von AB mal KGV von AB. Der größte gemeinsame Teiler ist folgende Primfaktorzerlegung: P hoch min MPNP so. Und hier genau, und bei KGV nehme ich das P hoch max MPNP. Ja? Ich multipliziere die beiden miteinander, das sieht so aus. Jetzt weiß ich, wenn ich das hier miteinander multipliziere, Kommutativgesetz anwende und so weiter, Exponenten zusammenfasse, Potenzen zusammenfasse, dann habe ich hier die Primfaktorzerlegung P hoch min MP NP plus max MP NP. Ja? Das kleinere von beiden plus das größere von beiden. Okay, das kleinere von beiden plus das größere von beiden ist einfach das eine plus das andere. Na, das kleinere von beiden plus das größere von beiden ist einfach das eine plus das andere. So, und das ist, wenn ich es wieder aufsplitte, P hoch MP. So, hier und nochmal mal im Produkt P hoch NP und das ist gleich A mal B. Das heißt, wenn Sie den größten gemeinsamen Teiler mit dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen von zwei Zahlen multiplizieren, kriegen Sie gerade A mal B raus. Jetzt dürfen Sie sich entspannen. Ah.
Okay, ist ja auch klar, ne? Wenn ich hier immer den einen oder den anderen nehme und dann letztlich das KGV mit dem GGT multipliziere, habe ich ja alle diese Potenzen drin. Dann habe ich A mit B multipliziert. Okay, schöne Weihnachten.